Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde der Hämmernden Tasten bei Dragonbox Universe. Und ja, ich habe einen Namen gefunden für unseren Kämpfer, und zwar Tanto. Dazu muss ich kurz ein was erzählen. Ich habe mir überlegt, okay, Piccolo heißt auf Italienisch klein. Guckst du mal, was auf Italienisch groß heißt, um vielleicht einen Bezug herzustellen. Und ist ja klar, ist Grande. Aber jetzt unseren Kämpfer Grande nennen? Grandelbart vielleicht, aber er trägt kein Bart. Das ist das Problem. Also habe ich mir gedacht, Grande, habe ich ein bisschen weiter geguckt und ich habe dann den Namen Tanto gelesen. Das heißt natürlich eher sowas, ist eine Mengenanzahl, ist viel, bedeutet eher viel, aber ich mag den Namen Tanto. Ich finde, das passt und deswegen möchte ich diesen Namen auch behalten. Es ist zwar nicht das rausgekommen, was ich mir eigentlich gewünscht habe, aber Tanto, den Namen möchte ich behalten. Von daher, ja, da war ich dann sehr zufrieden. Und ich jetzt hier weiter, ja, ich habe es erklärt, was soll ich jetzt noch weiter groß zu erzählen? Bestätigen! Oh, welchen Kampfstil bevorzugst du? Ich mag es auf Tuchfühlung. Ich bleibe hinten und feuer von dort. Nah oder fern, ich halte Ballons. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier noch was dazukommt. Fähigkeitenwahl, Mensch, sonst hätte ich das so in der letzten Folge nicht abgeschlossen. Ich habe es mir nur einfach gemacht, Badge. In der Regel bin ich eher ein Bogenschütze, also aus der Ferne, aber ich finde, ich brauche eine gewisse Balance. Nah oder fern, ich halte Balance. Beginne das Spiel mit einer ausgewogenen Mischung aus KI-Explosions- und Schlagfähigkeiten. Das ist gut. Charaktererstellung beenden und Spiel starten. Jawohl, ja. Tanto. Ja, ich bin gerade glücklich. Wollte ich nur mal so gesagt haben. You're surprised, I'm sure. I'll have to explain it all to you later. For now, let's see how much power you have. Trunks-Test. Siegbedingung, besiege Trunks. Niederlagebedingung, keine. Na klar. Jetzt grundlegende Kampfsteuerung. Jetzt geht's los. Mit L bewegen, R Kamera bewegen, X Sprung, Aufstieg, L3 sinken. Okay, das ist gut. Halte L2 und bewege L, um einen Tempo-Boost-Sprint zu machen. Das haben wir schon bekommen. Wenn du dich bewegst, tippe L2 an oder halte L2 und tippe L an, um eine Schrittbewegung zu machen. Okay. Okay. Nächste. Schalte das Anvisieren mit R1 an. Wenn du mehrere Gegner hast, wechsle mit R das Ziel. Beim Anvisieren liegt der Fokus von Bewegungen und Angriffen auf dem anvisierten Ziel. Ach hey, Viereck schwache Angriffe, Dreieck starke Angriffe können abgewechselt werden, um deine Kombos zu variieren. Drücke Option, um im Pausenmenü zu gelangen und schaue dir dort die Komboliste an. Kreis wird für reguläre KI-Explosionen genutzt. Halte die Taste gedrückt für mehrere reguläre Explosionen. Drücke L1 plus Kreis für einen Wurf. Er ist effektiv gegen blockende Feinde. Okay, drücke Dreieck und Kreis gleichzeitig für einen Rückschlagangriff. Okay. Yeah. Come at me anytime. Ich möchte ihn anvisieren. Okay. So in etwa. Klar, erstmal hier gegen Trunks. So, aufsteigen war so. Ich muss hier erstmal was testen. Also jetzt lass mich in Ruhe. Erstmal nach hinten mit dir. Oder nach unten. Nee, wieder falscher Knopf. Was können wir denn? Folge Energiestrahl. Okay. Nachbild. Reinkommen in das Ganze. Bei gegnerischer Abwehr. Wenn der Gegner alle Angriffe blockt, halte 3 gedrückt für einen aufgeladenen Angriff. Aufgeladene Angriffe können Abwehrbrecher verursachen. Manche aufgeladene Angriffe sind auch in einer Combo möglich. Okay, beobachte Gegner genau, um sie mit aufgeladenen Angriffen zu treffen. Drücke Option, um ins Pausenmenü zu gelangen und schau dir dort die Komboliste an. Oh Gott, noch mehr. Drücke während einer Combo X, um mit Teleportation hinter den Gegner zu gelangen. Ah,
Der Einsatz von Teleportation während einer Kombo verbraucht 2 Ausdaueranzeigen. Wenn deine Ausdauer nicht ausreicht, kannst du die Teleportation nicht nutzen. Na, ist klar. Und wieder am falschen Knopf gedrückt. Okay. Dann wollen wir mal eine Kombo aufbauen. Achso, natürlich. Ich muss natürlich erstmal die Verteidigung durchbrechen. Und zwar... Zack! So. Nee, jetzt muss ich da hinten gelangen. Ah, sehr gut, okay. Hey, Junge. Fahr doch mal gut hier. Ich wollte doch gerade hinter ihn gelangen. Gegen feindliche Angriffe verteidigen. Halte L1 zum Abwehren feindlicher Angriffe. Das haben wir schon alles selber rausbekommen, denn wir sind nämlich selbstständig. Ja, ja, ja. Keine Ausdauer mehr hast, bist du im Status brechbar. Im Status brechbar verlierst du Balance und kannst keine Aktion durchführen, die Ausdauer benötigen. Bis ich deine Ausdauer... Okay, also die untere Leiste ist auch die Ausdauerleiste. Wäre in dem Moment ab, wenn ein feindlicher Angriff trifft, um eine ideale Abwehr zu machen. Eine erfolgreiche ideale Abwehr friert den Gegner kurz ein, sodass du angreifen kannst. Deine KI-Anzeige füllt sich um einen Abschnitt, wenn dir eine ideale Abwehr gelingt. Okay. Wenn du durch Angriffe Schaden nimmst oder Angriffe abwehrst, drücke X. Okay. Na komm her! Wir müssen das testen. Komm her! Ich will testen! Na komm! Son Goku hatte viel mehr. Ah, das hat nicht so funktioniert. Das kann ich auch. Komm, Angriff! Ah. Was denn noch? Halte R2. Ach genau, ja. Zur Öffnung. Du kannst maximal 4 Superangriffe registrieren. Ja, okay. Halte L2 und R2, um die Steueranleitung für ultimative Moves zu öffnen. Du kannst maximal 2 ultimative Moves registrieren und mit Dreieck oder Viereck einsetzen. Okay. Ach du Gott. Looks like the little warm-up is complete. Now. It's about time you showed me your full strength. Junge, lass mich in Ruhe. Ich würde auch gerne noch das Ausweichen probieren. Hör auf, dich zu verteidigen. Das finde ich uncool. So, mal gucken. Ja, greif doch mal an. Ach, dann mache ich's halt. Komm her. Komm schon. Finisher. Naja, war jetzt nicht so der atemberaubende Finisher. Geschafft. Quest erfolgreich. Rang Z. Nehmen wir stark an, das wird das Beste sein. Levelaufstieg. You were chosen. Chosen by Shinran. Sorry for attacking you, by the way. Kein Ding. I'll introduce myself. I'm Trunks, and I'm currently on a mission. Hi. As you can see, this place, it's not the world you're familiar with. This is the Toki-Toki world, where the flow of time gathers. You can call us the Time Patrol. When history goes off course, a false timeline is created. We work to correct any of these changes to history. As Time Patrol members, we'll fight all throughout time. Sometimes, we deal with legendary fighters or dangerous forces. What you think? Would you like to test your power here? See how effective it is? Klar, warum nicht? Oh, right. I should probably explain a few things first. Mach.
Look around. In this space, there are many other Time Patrol members. If you'd like, go ahead and talk to them. I'll hear your answer after you've had the chance. Okay. Lauf rum und mach den Überblick. Okay. Einfache Aufgabe, krieg mal hin. Duki Duki Stadt hat ein Zeitfeld, ein Industriegebiet und den Zeitmaschinenplatz. Hier sind überall Zeitsoldaten, sprich mit ihnen. Also, das wäre jetzt der Fall, wenn ich jetzt online wäre, nehme ich mal stark an. Ah, eine Karte haben wir auch. Hallo. Hier ist nichts los. Können wir jetzt... Rezo. Cloak, Hakusa. Lokaler Kampf-NSC, Weltkampf-NSC. So, hier haben wir jetzt erstmal die Karte. Was haben wir denn hier? Das ist die Nachrichtentafel. Hier findest du Bestlisten und andere Benachrichtigungen. Ich kann nicht fliegen, ne? Oh, winken. Hallo. Hallo, kannst du mich sehen? Hallo. Macht er das die ganze Zeit jetzt? Amura, hallo. Amura, ignoriere mich nicht. Ich muss mal halt warten. Warte. Winken. Hallo, Amura. Hier hinten sind wir. Amura. Menno. Was zum... Sie ignoriert uns. Das kann ich doch nicht auf mir sitzen lassen. Okay. Das ist witzig. Bis ist die Kleen. Ach du meine Güte, ist die Kleen. Geil. Ja. Hast du etwas Kleingeld? Ich bin gerade etwas knapp bei Kasse. Mit ein paar Dragon Balls würde ich Shenlong um etwas Kleingeld bitten. Ja, nee, ist klar. Ist recht, ne? Hallo. So. Ach, wir Zeitsoldaten schützen den Zeitfluss und leiten ihn auf den richtigen Weg. Wir kümmern uns um Bösewichte, die die Geschichte stören wollen. Wir brauchen Kraft, um sie zu bekämpfen. Deshalb trainieren wir oft. Das ist schön für dich. Raumzeitzustellung. Ah, ich kann wenigstens mit Kreis springen. Wo geht's denn hier hin? Ach, wahrscheinlich in den nächsten Abschnitt. Schön haben sie es hier. Offline-Parallel-Quest. Teamregistrierung. Taino. Dahin ist Online. Online. Goma. Online-Kämpfe. Springen. Wollen wir einfach mal kämpfen? Offline-Kampf? Dies ist die Offline-Spiellobby. Wir haben gerade geschlossen. Offline-Spiele nicht möglich. Ach, sei doch ruhig. Hier geht's ja noch weiter. Ja. Fusion. Sehr geil. Was haben wir denn hier noch? Der bleibt doch so stehen. So, ich frage mich jetzt aber immer noch, wo wir hin müssen. Harry. Kate. Hi, Kate. What's up? Anpassen. Ausrüstung ändern. Fähigkeit ändern. Na, wir hatten doch ein Level Up. Ja, es stimmt. Hier können wir das jetzt verwenden. Für Gesundheit bin ich immer und Ausdauer brauchen wir auch. Ja, eine Ruhe speichern. Charakter bearbeiten. Ist das
verrückt. Grüße. Du bist ein Fremder. Bist du ein neuer Zeitsoldat? Für den Job musst du stark sein. Kann ein Neuling wie du das denn? Lass mich doch einfach. Hockey. Hi, Hockey. Okay, geh bitte aus dem Weg. Hier muss geputzt werden. Ah ja, Fähigkeiten laden. Alle haben sie geschlossen. Mischladen, Umiu. Springen! Ich will zu Trunks zurück. So. Ja, ich bin noch bei dir und dann redest du. Amura! Amura! Hallo! Hallo, Amura! Amura, ignoriere uns doch nicht! Menno! Dann krieg ich Bauchschmerzen. Die Schmetterlinge im Bauch. Ich gehe jetzt zu Trunks. Ist mir jetzt egal. Hey! Ja, ich bin doch dabei! Was soll ich denn noch machen? Das ist ein Podest für Dragon Balls. Du kannst es jetzt nicht benutzen. Ja, ich habe ja auch keine Dragon Balls. Die würde ich ja gerne suchen. Hier waren wir noch nicht drin. Wenn du irgendwas über VS-Modus, PQ oder Tokitoki statt wissen willst, frag mich. Datenbank wird geladen. Du kannst diesen Punkt noch nicht überschreiten. Och, dein Ernst. Hey Kumpel, harte Arbeit als Zeitsoldat. Bist du ein Neuling? Hier ist ein Zeichen meiner Freundschaft. Ich passe immer auf dich auf und von nun an viel Glück. Du hast folgendes erhalten, Energiekapsel S. Schön, danke. Du bist so nett zu mir. Wir sind beste Freunde. Kann mir jetzt mal jemand sagen, was ich hier machen soll? Die Folge ist gleich wieder rum und ich laufe hier bloß online. Ja, ich will jetzt eine Quest. Registrierung ist gerade abgeschlossen. Ja, dann lass mich doch was machen. Boah, ich bin nicht hier, um einfach nur hin und her zu rennen. Hi, Goma. Ja, ich habe mich verlaufen. Lass mich doch. Ich darf das. Rast da aus. Was leuchtet denn da hinten noch? Interessant. Ja, nee, ist klar. Hier springe ich. Ich will doch da. Super, eine Wand. Hier ist eine Kapsel. Jetzt noch eine Wand, die man nicht sehen kann. Sowas liebe ich ja. Ich gehe jetzt zu dem Ausrufezeichen. Menno! Ich laufe hier einfach nur dumm rum. Objektladen brauche ich jetzt nicht. Mischladen brauche ich auch nicht. Sir. Ich brauche eine Mission. Mehr will ich doch gar nicht. Hallo. Leute, das hat keinen Sinn. Ich mache jetzt erstmal einen Stopp.
Und ich gucke mich nochmal um. Die Folge hat jetzt 20 Minuten erreicht. Ach, herrje. Ja. Wir sind erstmal jetzt in der Tokitoki-Stadt angekommen mit Tanto. Unserem Kämpfer. Weil wir unser erstes Abenteuer erleben. Ich hoffe in der nächsten Folge. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye. Wartet mal kurz. Bei Dragon Ball. Auf Wiedersehen. Tschüss.